So, und zwar, ich habe jetzt mal verschiedene Antennen mit verschiedenen Geräten ausprobiert und also der AOR 8600 geht am besten mit der AOR LA390. Mit der Prasselup geht er nicht gut. Dafür geht aber der Texan mit der Prasselup gut. Also beide sind jetzt sozusagen, haben eine gute Kombination, und ich wollte noch mal zeigen, dass der AOR 8600 auch sehr gut mit Kurzwelle auch gut kann. Das ist jetzt Amateurfunk. 7199 Kilohertz LSB, also Lower Sideband. Ich muss hier den Abschwächer einschalten, weil der AOR ist sehr empfindlich. Jetzt ist er ausgeschaltet, aber er neigt uns zum Übersteuern, also die Sprache wird dann weniger verständlich. So, und jetzt mal mit dem Texan S2000. Nochmal nachregeln. Den BFO. Hier habe ich halt nicht so feine Abstimmschritte. Dafür habe ich aber einen BFO-Regler. Und ohne Kompressor ist der Tanzschluck. Also, sag mal, das ist die richtige Stellung. So, und so gefällt es mir. Ja. Okay, dann können wir nochmal auf die 2,4 Kilohertz gehen und wir jetzt mal den Kompressor dort drücken. Ja, ich kann auch mal die interne Antenne. Das ist jetzt nur die interne Antenne. Da ist die Sprache dann weniger verständlich. Das Signal ist zwar, wenn ich hier mit dem Preselektor nachjustiere, wird das Signal zwar stärker, aber das Rauschen wird auch extrem stark. So, jetzt wieder die Loop. So, dann noch mal der AOR. Ja, kann man was mit anfangen, finde ich jetzt. Und jetzt schalt mal den Kompressor aus und drück mal die Taste wiederum ohne Modulation. Ja, das ist jetzt ohne. Ja, also da wird der Abstand natürlich besser zu deinen störenden Geräusch, und ich würde das tatsächlich ohne. Ja, aber dann jetzt guck mal, hab ich wieder total hier. Was hast du jetzt im Moment? Ja, 2,4. Das ist jetzt maximale Verstärkung. Die Prasselup ist sehr schmalbandig, das heißt, man muss eigentlich ständig nachregeln, wenn man auch besonders wenn man die Frequenz wechselt, muss man ständig nachjustieren. Da ist die AOR nicht so pingelig, also die ist nicht so schmalbandig. Ja, Falco, jeden Tag eine gute Tat. Ja, genau. Hallo, mein lieber Peter. Hallo, Falco. Ich grüße euch und wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest. Ja, super, oder? Ja, danke gleichfalls. Hier und Uli auch. Gutes Radio. Und der Reis ist noch hier, aber du wirst ihn kennen. Ja, die Stimme ist mir bekannt, aber ansonsten konnte ich ihn jetzt im Moment nicht unterbringen.
Ich bin Ihnen in den letzten Jahren nicht mehr so oft auf 40 gewesen und da verliert man so ein bisschen die Namen. Ja. Ja, man ist ja nicht bei der Flitz, solange jeder allen selber weiß, wie er heißt, kann man sich jetzt auch